offenen Beziehung, oder ich hasse den Begriff offene Beziehung, weil der suggeriert immer, jeder kann machen, was er will. Das ist für mich als Paartherapeutin, blutet mir da immer das Herz, weil ich will gar nicht, dass jeder macht, was er will, sondern ich will, dass die Menschen miteinander kommunizieren und darüber Bescheid wissen, was sie eigentlich machen wollen. Und es scheitert meistens daran, dass wir am Ende nicht alles aussprechen, was wir eigentlich nach wirklich denken. Bei mir beginnt Kommunikation dort, wo alle anderen aufhören zu reden. Und zwar dann, wenn ich anfange zu interpretieren. Raus aus der Interpretation, rein in die Kommunikation. Und bei Paaren wird es meistens dann schwierig, weil ich zu viel interpretiere oder nicht richtig meine Grenzen setze oder sage, okay, pass auf, bis dahin und nicht weiter. Die Primär, also in polyamoren Beziehungen, also so viele gehen immer von dem Standpunkt aus, dass Polyamorie gleichwertig ist. Polyamorie heißt nur viele lieben. Viele lieben bedeutet aber nicht, dass ich keine Hierarchie habe, sondern dass es eine Primärbeziehung gibt, zu der mehrere Personen hinzukommen können. Natürlich haben dann die anderen Personen, wenn man ehrlich ist, nie die Chance, selten die Chance, der Primärpartner zu werden. Und ich glaube, das ist der Punkt, warum viele polyamore Beziehungen hierzulande scheitern oder vielleicht auch weltweit, das kann ich nicht beurteilen. Weil ich auch als polyamorer Mensch aufgerufen bin, mir eine Primärbeziehung aufzubauen. Zu dieser Primärbeziehung können dann weitere Beziehungen hinzukommen. Das heißt, am besten funktioniert Polyamorie eigentlich wirklich mit Menschen, die selbst schon in einer gefestigten Beziehung leben. Dann hast du selten das Thema mit der Eifersucht und du hast selten das Thema, dass der andere versucht, die Position der Primärpartnerin oder des Primärpartners zu übernehmen. Der versucht es aber auch nur aus zwei Gründen. Einmal, weil er es vielleicht will, zu probieren. Ich komme aber auch nur durch, wenn ich jetzt die Person bin, die versucht, da anzuklopfen bei einer Primärbeziehung. Wenn in der Primärbeziehung ein Spalt offen ist, weil da was eventuell nicht geklärt ist oder die Primärbeziehung nicht intakt ist, dann habe ich eine Chance, überhaupt reinzukommen. Weil dann ist ja die Tür offen. Wenn das aber eine Einheit ist, kann ich so oft anklopfen, wie ich will. Die Tür bleibt zu, weil es ist ja überhaupt nicht die Stelle frei. Und das ist das, was ich meinen Paaren, das ist ein wunderschönes Beispiel, was du mir gerade, ohne dass die Kamera noch lief, mitgegeben hast, was ich meinen Paaren unbedingt mitgebe. Die Hausaufgabe, die zu tun haben, bevor die sich in die Beziehung, also bevor die Beziehung öffnen für weitere Personen, das Fundament so wasserdicht zu machen, gegenseitig, dass sie genau wissen, dass es bei den anderen Personen, und das strahlst du dann nämlich auch nach außen aus, dass es nicht darum geht, der anderen Person die Stelle des Primärpartners zu suggerieren, also die Stelle der festen Partnerschaft zu suggerieren, sondern ganz klar im Wording und in der Ausstrahlung zu sein, ich habe die Frau oder den Mann, mit dem ich alt werden will, den Partner, die Partnerin, unsere Liaison oder unsere Zweisamkeit oder unsere erotische Begegnung bereichert diese Begegnung. Sie zielt nicht darauf ab, das zu ersetzen. Und da ist der springende Punkt. Wenn ich das permanent nach außen suggeriere, dann weiß der andere, dass diese Stelle besetzt ist. Das kommuniziere ich nonverbal und verbal. Wenn ich aber losziehe und mit meinem Liaison anfange zu bereden, naja, wir haben zu Hause Probleme, wir sind uns gerade nicht so sicher, ich will mehr, sie will weniger. Also das alleine suggeriert dem anderen schon, ach so, da könnte ja was mehr draus werden. Wenn ich aber zu meiner Liaison hinfahre und sage, ey, zu Hause ist es alles, also wir sind so glücklich, dass wir uns erarbeitet haben, unsere Beziehung zu öffnen, sonst könnte ich mit dir nicht in den erotischen Austausch gehen. Und ich freue mich, nachher wieder nach Hause zu kommen und jetzt die 3 Stunden oder die Zeit, die wir jetzt gemeinsam haben, mit dir zu verbringen, dann mache ich gar nicht erst die Tür auf, dass die dritte Person auf die Idee kommen könnte, dass die Stelle der Primärpartnerschaft frei ist. Polyamorie funktioniert nicht hierarchiefrei. Wenn ich 2 Menschen gleichzeitig kennenlerne und in meinem Verständnis wird es schwierig, wenn ich mit 2 Menschen gleichzeitig 2 Familien gründen will. Also entweder wohnen dann alle
unter einem Dach. Das heißt, ich wohne mit zwei Männern, in meinem Fall, weil ich heterosexuell bin, unter einem Dach und versuche gleichzeitig Kinder zu bekommen, was auch schon nicht möglich ist, weil entweder kriege ich mit dem einen Mann ein Kind oder mit dem anderen Mann ein Kind. Beide müssten sich ja dann freiwillig eine Frau teilen, was mit Sicherheit noch ginge. Aber spätestens, wenn es darum geht, eine Familienplanung ins Leben zu rufen, muss ich mich entscheiden, mit wem von beiden ich diese Familienplanung ins Leben rufen will und schweren Herzens dem anderen dann sagen, okay, die Stelle des Lovers oder der Liaison bleibt frei, aber die Kinder kann ich mir vorstellen, mit diesem Menschen zu kriegen. Also ich finde, das ist das Größte, was sich Singles meistens in Polyamoren schlecht vorstellen können, dass es hierarchiefrei ist. Die denken immer, ja, aber gleich, ich liebe ja alle gleich. Aber gleich lieben oder gleichwertig lieben heißt nicht gleichwertig meine Zeit mit irgendjemandem zu verbringen. Ich sehe es natürlich immer aus der Paarsicht heraus, weil ich einfach Paartherapeutin bin. Für mich ist immer das Primärpaar entscheidend, dass die ihre Beziehung schützen und stabilisieren und die so wasserdicht machen, dass sie weitere Beziehungspartner als Bereicherung und hinzufügen können, ohne dass ihre Paarbeziehung in Frage gestellt wird. Wenn dann jemand kommt und versucht, diese Position zu bekommen, dann wäre es schön, wenn die Alarmglocken angehen. Weil Menschen, die Polyamor denken und handeln, die würden gar nicht daran versuchen, daran zu rütteln, sondern die wissen ganz genau, dass es immer wieder andere Menschen geben wird. Allerdings ist die Gemeinde in Deutschland wohl nur 200.000 Menschen groß. Also die ist noch weit kleiner als im Cuckolding, tatsächlich. Wie würdest du da überhaupt so differenzieren und wie würdest du das mengenmäßig tatsächlich mal beschreiben und vielleicht auch die verschiedenen Strömungen da mal beschreiben? Die es gibt in den Paarbeziehungen? Genau. Also ich hüte mich mittlerweile davor, irgendwelche Begrifflichkeiten zu benutzen, weil tatsächlich die meisten schon in der Begrifflichkeit scheitern, weil wir alle uns eigentlich die Mühe machen müssten. Wenn wir mit dem Wort Polyamorie zum Beispiel hantieren, habe ich eine ganz andere Vorstellung und ein ganz anderes Wertesystem als du jetzt. Das bedeutet eigentlich, wäre der ganze Dialog, den wir vorneweg erstmal führen würden, zu sagen, was bedeutet für mich Polyamorie und was bedeutet für dich Polyamorie. Und nicht einfach stillschweigend hinnehmen, wir reden von der gleichen Begrifflichkeit, wir meinen auch das Gleiche. Nein, wir meinen ganz sicher nicht das Gleiche. Obwohl wir den gleichen Begriff benutzen. Das ist schon mal ganz spannend. Und ich differenziere nur noch zwischen monogam und nicht monogam Beziehungen. Das finde ich viel einfacher. Mir hat mein Klient ein tolles Foto geschickt. Da sind diese ganzen Strömungen übereinander gelegt. Da kann man Wochen, Monate, Jahre miteinander verbringen, um das alles auseinander zu definieren. Und jeder Mensch würde wieder was anderes da drin sehen. Deswegen habe ich für mich entschieden, es gibt monogam und nicht monogam. Und bei nicht monogam dann zu unterscheiden, möchte ich nur eine Außerhaus-, also eine körperliche Ergänzung haben oder möchte ich auch zwischenmenschliche Gefühle zulassen können. Und wenn ich das klar habe, dann bin ich eigentlich schon auf der sicheren, also dann habe ich schon die Möglichkeit zu gucken, wo fühle ich mich im Moment wohler. Also auch auf der Reise in eine nicht monogame Welt gibt es am Anfang Sachen, die ich mir nicht vorstellen kann, wo ich dann 3 Jahre später drüber denke, oh, das war aber niedlich. Also, dass ich damals noch diese Gedanken hatte, um die Hauptbeziehung zu schützen, wo du dann einfach entspannter oder lockerer wirst oder offener, weil die Sicherheit gegeben ist, dass wir unsere Beziehung jetzt nicht hier freiwillig über den Jordan schmeißen, nur weil wir gerade noch andere Menschen das Bedürfnis haben zu daten. Und dann würde ich es einfach eingruppieren, wo möchte ich das leben? Möchte ich es zusammenleben? Möchte ich es wissen? Möchte ich es nicht wissen? Ich bin immer ein Fan davon, dass man ganz sicher, wenn ich mich schon öffne, dass es Pflicht ist, darüber zu reden. Aus dem einfachen Grund, weil es meine eigene Beziehung stärkt. Weil ich habe ja außerhäusliche Erlebnisse, die mit mir zu tun haben und die, wenn ich es ansprechen würde, Inspiration für meine Beziehung sind. Für meine Kernbeziehung. Das ist die große Kunst. Cuckolding ist ja eine Sache, die du erwähnt hast, die vielleicht auch eine spezielle Position einnimmt. Vielleicht beschreibst du mal, was das ist. Das ist
ich beziehe mich nicht auf die Wiki-Definition. Ich habe mittlerweile, glaube ich, meine eigene gefunden oder gestern Abend habe ich das Frauenseminar gegeben von Frauen für Frauen, von Frau für Frauen, rund ums Thema Cuckolding. Cuckolding ist für mich eine Form der einseitig, wenn ich es jetzt erstmal in monogam oder nicht monogam unterteile, der einseitig geöffneten Beziehung, die nichts damit zu tun hat, dass einer machen kann, was er will, sondern die sexuelle Lust des Mannes, des eigenen Partners, auf die Frau übergeht. Das heißt, er bezieht seine Lust daraus, dass sie mit anderen Menschen in Kontakt, in sexuellen Kontakt geht. Quasi die freiwillige Übergabe der sexuellen Lust in die Frauenhände. Das macht es natürlich für die Männer immer schwierig, die diese Facette bei sich selbst entdecken, wo sie merken, oh, ich hätte Lust, meine Frau und auch nur meine eigene Frau mit jemand anders zu sehen. Also das lässt sich nicht mit Menschen leben, die gar nicht so nah in meinem Beziehungsgefüge sind. Das triggert überhaupt nicht das Gleiche. Macht das für die Männer nämlich immer ein bisschen schwierig, wenn sie dann auf ihre Frauen zugehen wollen, um das mitzuteilen, weil sie können nicht ankommen und sagen, ah, ich habe da einen sexuellen Wunsch oder ich möchte fremde Haut spüren. Das Bedürfnis haben die meistens gar nicht, sondern sie haben den Wunsch, dass die eigene Frau mit jemand anders schläft. Das heißt, sie sind in der passiven Rolle und haben die Aufgabe, dann noch ihre Frau das möglichst so mitzuteilen, dass ihre Frau nicht so erschrocken ist und denkt, sag mal, jetzt ist aber alles zu spät, sondern die Kunst, das so anzusprechen, dass die Frau zumindest es in Erwägung zieht. Was es nämlich für wahnsinnige Vorteile auch mit hat. Und in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum gibt es eine Klassifizierung von C1 bis C3. Die habe ich mir auch abgewöhnt über die Jahre, weil sie immer ein bisschen suggeriert, oh Gott, wenn wir jetzt mit C1 starten, müssen wir bei C3 landen. Also ne, so dieses typische 1, 2, 3, 4, 5, 6, also so dieses Leiterdenken. Ich unterscheide nur noch, ist es eine Diversität im Sexual, also im erotischen Bereich? Ergänzen wir das um die Spielart, dass wir ab und zu mal Dates haben, die das Kopfkino anheizen? Oder ist es das Fundament, also das Lebensmodell, wo man sagt, okay, das ist definitiv die Form von Sexualität, die wir leben wollen und ergänzen die dann mit jemandem Dritten? Solange es eine Spielart ist, bin ich nicht unbedingt darauf angewiesen, jemanden zu finden, der mit einem Paar zusammenleben möchte. Also im Cuckolding ist es einfach ein Unterschied zum Wife-Sharing. Zum Beispiel auch Wife-Sharing kannst du auch im Swingerclub leben. Also wenn du in einem Swingerclub gehst mit HÜ-Überschuss. Aber der Wife-Sharer will in der Regel immer noch die Oberhand behalten, mit wem seine Frau schläft und dass da nicht groß irgendeine weitere Verbindungen eingegangen werden. Weil er quasi immer die Dominanz oder die mitbestimmende Rolle behält. Das ist beim Cuckolding ganz anders. Da teilst du zwar auch deine Frau, das ist aber auch das Einzige, was primär sich da ähnelt. Der Cuckold hat irgendwann den Wunsch, sich immer weiter in die Passivität hin zu entwickeln. Bis dahin eben, was viele auch immer missverstehen, habe ich auch immer in meinen YouTube-Videos, wie es denn sein kann, dass ich davon rede, dass dann das Paar keinen Sex mehr hat. Denke ich mir, okay, ich habe nie gesagt, dass das Paar keinen Sex mehr hat. Ich habe davon gesprochen, dass das Paar keinen GV mehr miteinander lebt. Also der bewusste Verzicht, wo es wirklich nur um die mechanische Steckverbindung geht, das erkläre ich auch immer meinen Paaren so schön und im Seminar, dann schmunzeln immer alle, wo ich sage, okay, Sex ist der Oberbegriff für mich, für alle sexuellen Handlungen. Bei dem, dass ich bei jetzt in der Klassifikation bei C3 steht es ja drin, unter Ausschluss der Sexualität und so weiter. Nein, es ist nur der Ausschluss der Penetration. Nur der Akt der Penetration wird ausgelassen. Alles andere haben die Cuckold-Paare eigentlich viel mehr Erotik und viel mehr körperliche Gemeinsamkeiten als viele andere Paare. Die würden davon träumen, so nah zusammen zu sein, so eng und so intim miteinander zu sein. Und ich muss ja nicht mal Cuckolding praktizieren, um mir mal auszumalen, wie es ist als ganz normales Paar. Wenn ich mal wirklich mit bewusst einen Monat auf die Penetration verzichte, wie kreativ ich auf einmal wieder werde mit meinen Händen, mit meiner Zunge, mit meinem Mund, mit Körperstellen, die ich vorher ignoriert habe, weil es immer den gleichen Ablauf gab oder weil es immer eine zweckgebundene Berührung gab, um dann zum GV zu kommen. Wenn ich aber mal nur das wegnehme,
wie viele Möglichkeiten ich dann wieder habe, in die sexuelle Stimulanz zu kommen. Das denken immer viele, oh Gott, also bei C3 stellen sich immer alle vor, dass dann keinerlei Sexualität mehr zwischen dem Paar ist. Das ist totaler Schwachsinn. Also Kuckold-Paare haben in der Regel ziemlich viele körperliche Begegnungen und Berührung vor allen Dingen, weil in dem Moment, wo ich ja einen Teil wegnehme, muss der ja irgendwo anders zugefügt werden. Das heißt, wenn ich die reine Penetration wegnehme, muss ich das Gefühl, was ich sonst dort habe, oder die Energie woanders kanalisieren. Das heißt, die kanalisiert sich in der Regel ins Streicheln, in Berührung, in Hilfsbereitschaft, in was auch immer. Also Cuckolding lebt davon, dass der eigene Ehemann seine Frau auf Händen trägt, im übertragenen Sinne. Dazu habe ich zwei Fragen. Also gibt es das auch in umgekehrten Konstellationen? Ja. Da gibt es das aber nur, da heißt sie Cuck Queen. Laut Statistik, gut, jetzt bekennen sich ja wenig dazu, reden wir dann von 1,5% in Deutschland, die das so leben. In der anderen Variante sind es 5% offiziell. Ich denke, dass die Dunkelziffer viel höher ist. Oder zumindest die, die davon träumen, die die Begrifflichkeit kennen und sich wünschen würden, so zu leben. Zu denen, die es dann tatsächlich umsetzen. Das ist dann analog wie beim Polyamoren-Paar. Viele würden sich das wünschen und müssen dann in der Realität sehen, dass es doch Arbeit ist. Ja, das gibt's auch umgedreht. Aber Prozenten? 1,5. Sehr wenig, ja. Sehr wenig, genau. Worauf führst du das zurück? Da habe ich mir tatsächlich, warum das unterschiedlich ist, noch nicht die Gedanken gemacht, aber das ist die gleiche Frage, warum du im BDSM-Kontext viel mehr Dom-Sub als Femdom und Male-Sub findest. Also ich glaube, das hat einfach mit den Ich glaube, im Dom-Sub-Verhältnis ist es so, weil du natürlich dort eher die natürlichen Trigger schon findest, ne? Mann eher autoritär führend, Frauen eher hingebend. Cuckolding. Ich überlege jetzt gerade in der Konstellation, dass der Mann dann andere Partnerinnen hat und die eigene Frau nur in die passive Rolle geht. Ich habe jetzt keine Erklärung dafür. Vielleicht ist es aber auch mit bedingt, dass tatsächlich manchmal Frauen mehr Probleme haben, andere Frauen zu akzeptieren. Also das ist gefühlt schwieriger für manche. Das ist aber ein reines Gefühl, das ist überhaupt nicht statistisch belegt und ich habe da auch noch keine Studien dazu gelesen, wenn sicherlich auch nicht viele rauskommen, weil die Zielgruppe ist ja viel zu klein. Aber rein von dem, wie Frauen ticken, dass sie dann bereitwillig, aber gibt's, also ich weiß es. Ich habe ein paar gehabt, die ich begleitet habe. Manche schreiben mich auch an. Sagt sie, ja, wir leben es andersrum. Wie können wir da und da noch weiterkommen oder Fragen haben, warum da eine Unterschiedlichkeit ist. Und die zweite Frage war, man könnte ja, wenn man mit der Materie nicht vertraut ist, erstmal von außen sagen, das ist ja ziemlich ausbeuterisch. Ah ja, das habe ich auch schon oft gehört, jetzt wo du sagst. Gestern Abend habe ich gehört, wir haben euren Podcast zuerst gehört und dachten, was seid ihr denn für Spinner? Dann haben wir euch länger beobachtet, also dann folgen wir die Menschen. Und dann sagt er, nee, die spinnt nicht. Und dann ist sie auch noch so ein paar, also dann kriegen die Leute ein Gefühl, Und dann lässt es dann tatsächlich nicht mehr los. Das war ganz toll gestern, eine Teilnehmerin vom Seminar. Das unterstellen viele, vergessen aber dabei, dass die Frau auch eine erhebliche Verantwortung für den eigenen Ehemann übernimmt. Also, dass es nicht darum geht, dass sie tun und lassen kann, was sie will, weil sie gar keine Freude daran, also Paare, die das wirklich intensiv leben und sich auch abgeholt haben, was es eigentlich bedeutet, dass es nicht darum geht, einfach mit anderen Menschen Sexualität zu leben und der andere dann passiv entweder im Raum ist oder eben gar nicht erst dabei ist. Also es ist kein Freifahrtschein, jetzt loszuziehen und das Ding alleine durchzuziehen, sage ich mal, sondern im Hinterkopf ist immer dabei, die Verantwortung für den eigenen
Lebenspartner zu übernehmen, also den eigenen Partner zu übernehmen, den eigenen Mann zu übernehmen. Und auch Cuckolding ist ja eigentlich nur gedacht für Menschen, die schon lange in einer Beziehung leben. Also auch da ist es wieder, ich brauche ein Fundament an Beziehungen. Worauf ich zurückgreifen kann, weil der Mittelpunkt der Lust des Mannes ist ausschließlich die eigene Frau. Ich als Frau möchte, ja, das ist mein, also mein Partner will, das ist der Cuckold will, das ist seine Hot, die Begrifflichkeiten sind Cuckold, Hot Wife, Bull oder Lover. Muss man, also mit Bull hatte ich mich am Anfang auch schwer getan. Das sind die Begrifflichkeiten, um halbwegs in der Definition zu bleiben. Aber am Ende sind das drei Menschen, von denen wir reden, ne? Ehemann, Ehefrau, dritte Person, also hinzukommende Person. Wenn ich die Fürsorge füreinander übernehme, was ich halt eigentlich in einer Paarbeziehung mache, und das ein einseitig geöffnetes Modell ist, und das ist Cuckolding, weil der Mann in der Regel, wenn er die Neigung hat, nicht das Bedürfnis hat, mit anderen Frauen aktiv zu werden, weil er ja daran keinen Lustgewinn mehr hat. Er hat doch gar keine Lust, die andere Frau großartig zu stimulieren. Er will einfach passiv sehen, wie seine eigene Frau sexuell aktiv ist und zieht darüber seine Lust. Ich persönlich erkläre mir das mit den Spiegelneuronen. Wenn ich ein Baby habe, dann kann das auch nicht mit mir reden, sondern ich lerne über die Resonanz, über die Spiegelneuronen, was will das Baby von mir. Genauso funktioniert es, wenn ich meinen eigenen Partner, meine eigene Partnerin in lustvollen Momenten zuschaue, kriege ich selber Lust. Das sind einfach Resonanz oder Spiegelneuronen. Kann man schön nachlesen in den ganzen Büchern von Joachim Bauer über Neurobiologie, Neurowissenschaften. Und diesen Effekt macht man sich quasi nutzbar im Cuckolding, wenn ich noch zusätzlich in mir selber merke, dass ich in diese passive Rolle gehe. Viele im Cuckolding-Bereich sind ja, wenn du die im Alltag sehen würdest, würdest du im Leben nicht auf die Idee kommen, dass die im Sexuellen diese Präferenz haben, weil die im Alltag in der Regel sind das Geschäftsmänner. Es sind meistens Menschen in verantwortungsvollen Positionen. Ich persönlich bin voll und ganz davon überzeugt, im Sexuellen haben sie dann die Chance, mal loszulassen, mal sich hinzugeben, die Möglichkeit auch mal, also wo sie nicht auch noch Entscheidungen treffen müssen, sondern für mich hat Cuckolding ganz viel mit Hingabe zu tun. Also Vertrauen, Hingabe, Loslassen, Verantwortung. Bei den Frauen ist dann nämlich, geht die Verantwortung hin, zu sagen, okay, ich übernehme die Verantwortung. Wenn ich zum Date fahre, kriegst du deine Fotos und Videos, du bist aktiv dabei, ich habe dich emotional in meinem Gepäck, ich weiß, dass ich nicht dahin fahre. Dann bist du ausgeblendet und komme nach Hause und gehe dann ins Bett und will von dir nichts hören, nichts sehen. Nein, es ist ja im reinen erotischen Erleben, ist es ja so, wenn wir überhaupt dann schon an dem Punkt sind, dass Dates stattfinden, das ja dazu gehört, schöne Dessous rauszusuchen, anzuziehen, also die Hotwife sich anzieht, der Cuckold dabei ist, sie eincremt nach dem Duschen, die Dessous rauslegt, sie dann losfährt zum Date, er ja quasi schon gecaged ist, vorbereitet eben für das Date, das heißt, seine sexuelle Erregung steigt, ihre sexuelle Erregung steigt, sie wird dann intim mit dem Lover, entweder ist er dabei oder sie fährt zum Einzeldate, dann sind aber Fotos und Videos dabei und dann kommt sie nach Hause, ist ungeduscht, weil davon profitiert ja der eigene Ehemann, weil der genau das seine sexuelle Lust mitbestimmt, weil sie nach jemandem anders riecht. Das Paar ist aber auf der Paarbeziehungsebene so weit gefestigt und auf Augenhöhe. Also Cuckolding ist für mich auch nichts, wo das Machtgefälle 24/7 gelebt wird, sondern die sind absolut auf Augenhöhe, beide im Alltag. Und nur im sexuellen, erotischen Kontext kommt dieses Machtgefüge und diese Lust zu sagen, okay, ich gehe in die passive Rolle, ich empfinde das als lustvoll, reizvoll. Und ich mag es, wenn du nach Hause kommst und nach jemand anders riechst. Das muss dann jedes Paar für sich nochmal individuell ausstatten. Wie genau wollen sie das leben? Reicht das, im Swingerclub zu leben? Dann muss ich mir halt, dann darf ich nicht in einen Pärchenclub gehen, sondern mir einen Swingerclub suchen, wo ich es erstmal üben kann. Ne? Wo ich erstmal als Paar auch die Sicherheit gewinne. Wie fühlt sich das denn an? Das eine ist nämlich das Kopfkino
und das andere ist die Realität. Und wenn ich im erotischen Empfinden bin, dann kann ich mir viel vorstellen. Und dann bin ich wieder runter von der erotischen Welle und denke so, wir fangen mal langsam an. Also da dann Prioritäten zu setzen. Aber natürlich ist es ist, sage ich auch all meinen Frauen immer, wenn sie das erste Mal damit konfrontiert sind oder kurz vorm ersten Date stehen, das ist eine totale Bereicherung. Für mich als Frau, ich muss mein Rollenmodell in Frage stellen, also was mir anerzogen wurde, da sind wir wieder beim gesellschaftlichen monogamen Kontext. Ich falle raus aus diesem Kontext, halte ich das aus? Ich kann aber meine ganze Erotik nochmal völlig anders erleben. Es gibt Paare, die sind zusammen, da sind die seit 14. Die sind gar nicht so selten. Oder mit 17, 18 oder 20, 21. Dann wirst du 40, 50. Das heißt, ich kenne Paare, die hatten bis zu dem Zeitpunkt, dass sie die Beziehung geöffnet haben, egal wie, noch nie einen anderen Sexualpartner. Dann ist doch eine Möglichkeit, dieses Lebensmodell zu leben oder diese Spielart zu integrieren, wo ich auch noch, es ist nicht heimlich. Ich mache nichts, was meine Ehe gefährdet. Im Gegenteil, ich darf losziehen, also die Frau, die Hotwife darf losziehen, der eigene Ehemann ist noch einverstanden, er gewinnt sogar daraus noch Lust und sie kann weitere also erotische Facetten in sich erleben. Ohne, dass ich meine eigene Paar- und Primärbeziehung überhaupt in Frage stelle. Schaffe ich es, für mich nochmal völlig neue Menschen in meinen Intimbereich zu lassen, wovon ich ja auch wieder profitiere. Nochmal, warum soll ich das nicht auch erleben dürfen, parallel zu meiner jetzigen Beziehung? Das ist ja bei Polyamoren das Gleiche. In der Monogamie muss ich es quasi nacheinander chronologisch machen. Bevor ich dann den Lebenspartner finde, haben die meisten von uns ja mehrere Beziehungen gehabt. Die meisten, manche kommen schon sehr zeitig zusammen. Da ist es irgendwie erlaubt. Aber sobald ich dann den Traumprinzen gefunden habe, darf ich es auf einmal nicht mehr. Ich bin doch nicht tot. Also ich laufe doch nicht bei 80 Millionen Menschen alleine hier in Deutschland blind durch die Gegend. Ich bin doch trotzdem ein Wesen, was in einer gewissen Form noch eine erotische hoffentlich eine erotische Ausstrahlung hat. Warum darf ich das denn nicht ausleben? Es ist transparent. Für mich als Partner, wo mein Herz als Paartherapeutin dann wieder schlägt, ist, die Primärbeziehung ist doch absolut geschützt. Ich muss mir nur bewusst sein, dass das der Mittelpunkt ist und dass die andere Person auch wieder, genauso wie in der Polyamorie, ergänzt dieses Modell. Und dann gibt es ja auch Männer, die sagen, oder Lover oder eben die dritte Person, die dazukommt, egal in welcher Reihenfolge, die sagt, ich bin geschäftlich so viel unterwegs oder ich habe 30 Jahre Ehe jetzt hinter mir, ich freue mich, in einem anderen Setting eine verbindliche Beziehung einzugehen, ohne dass ich die Primärpartnerschaft sein muss, ohne dass jetzt der Wunsch im Raum steht, mit mir zusammenziehen zu wollen. Also alle drei profitieren von einem Setting, was gesellschaftlich noch nicht in der Mitte angekommen ist, aber auch schon Artikel in der Mainstream-Presse über Cuckolding angekommen sind. Cuckolding ist das zweitmeist gegoogelste Wort nach Sex. Muss man erstmal wissen. Also es ist nicht so selten. Viele Menschen googeln das. Eine Spielart im Cuckolding ist ja dann auch die Keuschhaltung beziehungsweise auch das Cajun, was du schon sagtest, also Keuschheitsgürtel tragen dann. Und ja, eventuell auch DS-Elemente, also dann vielleicht auch eine Demütigung dann des Kacks irgendwie. Wie gliedert sich das da ein? Na, Cuckolding ist ja per se laut Definition auch im BDSM-Bereich angesiedelt. Das gliedert sich dahingehend rein, dass, also ich finde schon alleine aus, wenn du vorm ersten Date stehst, das beschreiben ja auch immer wieder Menschen, die das dann leben und selber aus dem Leistungssport kommen oder aus dem Extremsport, die sagen, dass es fühlt sich ähnlich an wie der Moment vom Extremsport. Du bist ja erstmal, so lange bis es sich dann eingespielt hat, kommst du ja immer wieder durch die Dates in Extremsituationen rein. Ne? Auf der einen Seite merkst du hast die Fantasie, dass du deine Frau mit jemand anders gerne intim sehen möchtest und auf der anderen Seite im Nüchternen denkst du dir, ich bin ja nicht bescheuert. Also da kommt, Cuckolding ist nichts anderes als der schmale Grat zu hantieren zwischen Lust und Eifersucht. Das ist, und diesen schmalen Grat muss ich halten können. Dieser schmale Grat hat aber auch eine mechanische Seite. Und zwar, wenn ich zum Date gehe, also wenn die Hotwave zum Date geht und der Kackul zu Hause zum Beispiel bleibt oder auch beim Date ist,
tunlichst muss vermieden werden, dass er vorher ejakuliert oder währenddessen ejakuliert. In dem Moment, wo die Ejakulation stattgefunden hat, ist das erotische Kopfkino weg, ist die Lust weg, ist die Lustwelle weg. Das bedeutet, du willst auf keinen Fall mehr sehen, dass deine Frau mit jemandem erotisch aktiv ist. Das heißt, da wird es sofort die Eifersucht die Oberhand gewinnen. In allen Fällen. Das heißt, ich kann Keuschhaltung betreiben, ohne Cuckolding zu betreiben. Aber meiner Meinung nach geht Cuckolding eine Weile nicht ohne Keuschhaltung. Schon alleine aus der mechanischen Sache, um nicht zu provozieren, dass da eventuell vorher eine Ejakulation stattfindet, die zu einem ungünstigen Zeitpunkt kommt. Zusätzlich ist es natürlich noch ein mentaler Kick. Jemand anders ist für die sexuelle Befriedigung der eigenen Frau zuständig, während er sich selbst, also während er gecaged ist, also wo ja quasi ganz offensichtlich nicht möglich ist, dass er diese Position übernehmen kann. Also das ist einfach, viele finden das nochmal als zusätzlichen Reiz. Man kann ja auch mit KG spielen, ohne dass du beim Date bist. Also Keuschhaltung selber kannst du ja auch praktizieren, ohne dass du Cuckolding lebst. Und auch die Leute finden das sehr, sehr reizvoll, da noch ein bisschen zu spielen. Also ich finde, das ist immer das einzige Schöne, das so, was Männer überhaupt haben. Also wenn ich auch immer die Bandbreite sehe, bei Frauen hast du wahnsinnig viele schöne Dessous und Sexspielzeuge und was auch immer, bei Männern ist es dann schon wieder so. Ist ja nicht viel, aber ich finde, das ein gut sitzender KG, wenn der Maß angefertigt ist, ist das Gleiche, als wenn du bei einer Frau die teure Spitzen, also teure Unterwäsche hast, die einfach perfekt sitzt. Ich bin aber auch Fan davon. Also ich finde, das ist auch sehr reizvoll, Männer überhaupt so zu sehen. Kriegt man ja selten zu sehen. Ist das so, dass diese Spielart eigentlich immer nur eine Richtung kennt, also dass immer das Cuckolding immer intensiver wird und sagen wir immer restriktiver, beziehungsweise die Frau halt immer mehr Freiheit hat? Oder ist das was in Wellenbewegungen passiert und auch wieder zurückschwappen kann? Ich unterscheide dann zwischen dem, dass es, wenn ich es als Spielart belasse, übersetzt wäre das jetzt C1 und T2, dann ist es eher in Wellenbewegungen, weil es Phasen auch in der Paarbeziehung gibt, wo das Paar, und das ist aber bei allen so, das ist auch in allen nicht-monogamen Paaren, Paarbeziehungen so, jedes Paar hat Phasen, wo es Kräfte hat, um sich nach außen zu orientieren. Und es gibt auch wieder Zeiten, wo Schicksalsschläge kommen oder Situationen sind, wo das Paar sich wieder auf sich selbst konzentrieren muss. Und das ist ja schon eine Wellenbewegung. Und so spiegelt sich das natürlich auch nach außen wieder. In der Spielart ist es so, dann kannst du auch mal eine Weile Pause machen und zu sagen, okay, wir haben jetzt eine Weile experimentiert, jetzt haben wir einfach Lust, uns nochmal in eine andere Richtung zu entwickeln oder MMF noch, also ein klassischer MMF hat ja auch nichts mit Cuckolding zwingend zu tun. Also ich behalte mir die Diversität zu sagen, wir schnuppern noch in andere Bereiche rein oder wir gehen zurück ins Wife-Sharing oder also es bleibt als eine Spielart innerhalb des erotischen Empfindens. Anders bei denen, die es als Lebensmodell haben, da ist es einfach ganz klar, es ist die Basis. Also die leben dann in der Regel auch schon alle ohne GV, also in der Klassifizierung wäre das C3. Und dann bist du mehr oder minder darauf angewiesen, dass du auch einen Dritten findest, mit dem du ernsthaft eine Beziehung zu dritt aufbauen kannst, aus dem einfachen Grund, weil genau dieser Punkt der Demütigung, der Keuchhaltung, also Keuchhaltung dann damit auch zu spielen und zu sagen, der Laura übernimmt dann auch die Erziehung des Kackuls, entweder hinzu, dass kein GV mehr stattfindet mit der eigenen Hotwife. Und viele wollen das dann auch top-down und da sind wir dann im DS-Element. Der Lover gibt quasi den Ton an, befiehlt es der Hotwife. Die Hotwife ist dem Lover gegenüber devot, dem eigenen Cuckold gegenüber aber dominant. Das heißt, bin auch als Hotwife aufgerufen, beide Seiten zu entwickeln. Alle denken immer, das ist so eine wahnsinnige Freiheit. Nein, es ist viel Persönlichkeitsentwicklung. Also egal, ob im Polyamorie oder im Cuckolding oder in allen nicht-monogamen Lebensmodellen, ich bin immer gezwungen, meine eigene Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Genauso ist dann in der letzten, also als Lebensmodell, der Lover muss sich bewusst sein, dass der Cuckold nicht einfach nur irgendein Anhängsel ist, den ich links liegen lassen kann, sondern die Bindung zwischen Hotwife und Cuckold, also dem eigentlichen Ehepaar, die ist unglaublich eng. Die haben sich das hart erarbeitet. Die wissen ganz genau, was sie aneinander haben. Die Hotwife weiß genau, dass sie die Verantwortung für die sexuelle Lust ihres Mannes hat und auch gar nicht will, dass der von irgendjemandem dahergelaufenen erniedrigt wird.
Erniedrigung hat nämlich auch zwei spannende Seiten. Im sexuellen Kontext finden wir das erregend. Im Alltag, wenn wir nicht sexuell erregt sind und uns würde jemand erniedrigen, würden wir sofort eine Grenze ziehen und uns verteidigen. Also wenn mir das klar ist, wie die Mechanismen laufen, dann weiß ich auch, warum manche dann, also warum sich das dann so abgrenzt und die Hotwives auch ihre Kackholz verteidigen und sagen, sag mal, also ich bin da, der ist da nicht, weil das Paar lebt schon 20 oder 30 oder 15 Jahre zusammen. Die wissen ganz genau, was sie an sich haben. Und das Machtgefälle ist ausschließlich auf den sexuellen Rahmen begrenzt und nicht auf ein dauerhaftes Miteinander umgehen. Also ich kenne ein paar Kackold-Pornos, wo ich auch immer denke, ich kenne nicht einen Kackold, der sich so diskreditiert selber erlebt darstellt oder sich selbst so beschreiben würde. Ich denke, das ist wirklich, das sind Welten dazwischen, zwischen dem, wie es wirklich läuft und zwischen dem, wie es dargestellt wird. Und ist das so bei den Lovern und den Bulls, dass da auch so eine primäre Person dann ist? Oder kann es auch sein, dass einfach sehr viele sind? Ja. In der Spielart wechselt es meistens, also weil du ja quasi dem gar nicht so viel Raum einräumst, dass der in dieser Beziehung mit reinkommt. Und das ist dann von Hotwife zu Hotwife unterschiedlich, also von Frau zu Frau. Die einen bevorzugen regelmäßige Treffen mit dem gleichen Menschen, weil sie einfach da noch eine gewisse Sicherheit und alles, was sich ja einspielt, hast du natürlich auch wieder eine intimere Sexualität. Und es gibt manche, denen geht es rein nur um den körperlichen Aspekt, die sagen, mir ist es egal, wie der Name ist, Hauptsache er fickt gut. Also das ist dann wieder individuell, wie das Paar das gestaltet ist. Und gibt dann auch welche, die wollen gar nicht weiter auf die intimere Bindung eingehen. Und es gibt Frauen, die sagen, ohne den anderen zu vertrauen, ohne den zu kennen, ohne dem nahe kommen zu dürfen, habe ich gar keine Freude daran, mit dem Sex zu haben. Und das ist im Lebensmodell auch anders. Im Lebensmodell ist es eindeutig so, dass der Dritte wissen muss, dass es darum auch geht, top-down zu implizieren, Aufgaben zu geben, die Verantwortung für das Paar mit zu übernehmen. Also wirklich, da brauchst du jemanden Drittes, der bewusst mit einem Paar zusammenleben will, der genau diese Dynamik mag, der genau mag, die Hotwife quasi für sich zu gewinnen, im sexuellen Kontext, dass sie zum Beispiel ihm gegenüber Handlungen vollzieht, die sie dem Kackold gegenüber nicht mehr bereit ist zu machen. Und genau mit diesem Machtgefälle spielst du dann im erotischen Kontext. Also führst den quasi den vor, dann ist es ja automatisch schon eine Erniedrigung. Aber alles in der sexuellen Lust, dann ist das auch stimulierend, dann ist es wunderschön. Das ist wie in einer DS-Session, begrenzt auf diese Session. Wenn du das im Alltag machen würdest, würde die Hotwife sagen, hast du sie noch alle Latten am Zaun? Und der Quarko würde sagen, ich bin nicht so minder bemittelt und strukturiert, wie das immer dargestellt wird. Das ist nicht der Fall. Also alle drei ziehen ihre Lust daraus. Und das ist auch nicht frei von irgendwelchen Komplikationen, weil wenn du mit jemandem dann lange zusammen bist, musst du ja quasi zwischen drei Personen verhandeln. In der Spielart ist es relativ egal, wie viel Verantwortung der Lover übernimmt. Da reicht es auch, wenn du ganz am Anfang stehst vom Cuckolding, wechselnde Partner, also wechselnde Lover zu haben, bis du dann mal jemanden findest, der auch dauerhaft dabei ist. Wichtig ist nur, dass die einverstanden sind, Fotos und Videos machen zu lassen, weil klar ist, dass der Dritte ja in irgendeiner Form dabei ist oder mit im Raum ist. Das ist aber für viele zu anstrengend, weil sie ja gar nicht wissen, soll ich mich jetzt auf meinen Mann konzentrieren, also auf den Kackold oder auf den Lover? Also ich meine, wenn du das erste Mal ein Date hast und dann sollst du dann noch, also die Nervosität ist einfach sehr hoch. Du bist in einer Ausnahmesituation. Das gebe ich auch meinen Paaren immer mit oder meinen Seminarteilnehmern. Aber ich sage, fühlt euch in die Situation rein. Was passt bei euch? Manche brauchen den Sicherheitsfaktor. Die sagen, nee, unbedingt muss mein Mann mit im gleichen Raum sein. Mich stört das auch nicht. Es gibt mir Sicherheit. Und andere sagen, oh Gott, wo soll ich denn jetzt jonglieren? Soll ich mich jetzt auf ihn konzentrieren, dass er zufrieden ist? Dann schaffst du es nicht, mit dem Lover in irgendeine erotische Stimmung zu kommen. Dann sind alle drei frustriert. Oder gehst du lieber zum Einzeldate? Das ist dann individuell. Aber klar sein muss dem Lover immer, das ist nicht einfach, ah ja, ich fick da eine verheiratete Frau und der Typ ist ja egal. Oder der Typ bringt's nicht. Da denke ich mir immer, oh Gott, du hast es nicht verstanden. Oder ich bin nächste Woche in der Stadt. Ich weiß gar nicht, wie viele Anfragen da immer wieder kommen oder Kommentare unter den Videos. Und ich denke, okay, das ist so weit weg vom Cuckolding. Im Cuckolding ist es wirklich, das Paar ist sehr eng zusammen, weil sie sehr viel vorneweg miteinander gesprochen haben.
Und der dritte ergänzt, nur der dritte darf nicht vergessen, dass es eine Paargeschichte ist und nicht nur, ich fick einfach eine vergebene Frau. Worauf führst du denn zurück, dass das eigentlich ein Trend ist, wenn ich es mal so nenne, der Mehrwert, also der offensichtlich mehr Anhänger findet? Ich finde eben nicht, dass es ein Trend ist. Das siehst du schon, also das ist viel älter. Ich glaube nur, dass es sich mehr Leute trauen, darüber zu sprechen. Also dass es überhaupt eine Begrifflichkeit für diese Form gibt. Aber es ist ja innerhalb der Anhänger oder es ist ja auch schon, die einen leben so, die anderen leben so. Also ich würde es nicht Trend nennen. Ich denke nur, es gibt mehr Menschen, die die Begrifflichkeit benutzen. Und eben ja auch viel mehr googeln und dass es auch tatsächlich Artikel mittlerweile gibt in normalen Mainstream-Medien, habe ich schon oft gefunden, sind noch nicht wahnsinnig lang und auch nicht wahnsinnig intensiv und auch nicht, es bezieht sich immer nur auf die sexuelle Komponente, immer nur eben auf diesen Bereich, ja, der ist eben, ist ein Paar, wo dann sie mit jemand anders schläft und er davon seine Lust bereitet, wo ich mir denke, übersetzt das doch mal, was das bedeutet. Also um dahin zu kommen im sexuellen Kontext, wo muss ich mich denn paartechnisch hin entwickeln? Verlustangst überwinden, die Paarbeziehung öffnen. Der Kagold selber muss erstmal erkennen, dass er devote Züge hat. Das ist für Menschen, die sonst immer Alpha-Tiere sind, das sind die meisten von denen, total schwierig. Viele hadern über Jahre damit, weil sie denken, naja, es ist nur Einbildung oder bin ich das wirklich oder soll ich jetzt da, mit wem willst du drüber reden? Es ist immer noch nicht das klassische Kaffeegespräch. Die meisten vereinsamen auch in, ein Stück weit in dieser Lebensform, weil sie sich eben nicht trauen, das mal mit jemand anders zu besprechen oder sich nicht gehört fühlen. Oder viele Texte kommen aus dem amerikanischen Englisch, die sind irre derb, wo ich mir denke, da finde ich mich überhaupt nicht wieder. Auch viele Frauen, die ich kenne, würde ich nicht in diesen Beschreibungen wiederfinden. Und es zielt immer auf die krassesten sexuellen Kopfkino-Geschichten ab, wo ich mir denke, okay, nimm das doch mal da weg. Das ist ein Element. Aber was ich davor paartechnisch leisten muss, um da hinzukommen, um wirklich dann die sexuellen Fantasien auszuleben, wie sie manchmal beschrieben sind, das vergessen die meisten. Glaubst du, das ist ein Phänomen so der westlichen Hemisphäre oder würdest du sagen, das ist eine Sache, die international existiert zu einem gewissen Prozentsatz? Also viel hast du es aus dem Amerikanischen, da weiß ich es, da kommt es ja auch viel her, da kommen auch viele Übersetzungen her, dann hast du es im englischsprachigen Raum, also im angelsächsischen Raum und bei uns. Es ist eine spannende Frage, weil es ist natürlich kulturell betrachtet, wenn du in die arabischen Länder gehst, dann hast du ja schon eine ganz andere Grundeinstellung, ob die das leben und anders deklarieren, bin ich mir gar nicht so sicher, wenn du sowieso per se schon ja einen Mann mit mehreren Frauen hast. Andersrum wird es ja dort schwierig. Also kann ich mir, dadurch, dass ich es nicht rein auf die sexuelle Schiene betrachte, sondern immer auf der Metaebene und immer auf der Ebene, was bedeutet das eigentlich für meine Paarbeziehung und was bedeutet das mit den Themen Hingabe und jeder von uns hat einen Wunsch, sich zu jemandem zugehörig zu fühlen und jeder von uns hat irgendwelche sexuellen Wünsche, wenn wir mal tief graben und ehrlich zu uns sind, die immer auch was mit Devotion zu tun haben oder immer was mit Dominanz zu tun haben, einfach nur. Und wenn es nur leicht ist, ne, 50 Shades of Grey, ich fand den Film fantastisch. Das Buch habe ich nicht gelesen, weil der archetypisch extrem stimmig war. Und 120 Millionen haben dieses Buch gelesen. Also es kommt ja nicht von ungefähr. Das heißt, es hat ja auf eine Masse von Resonanz getroffen, die Tür für das Thema überhaupt erstmal aufgemacht hat. In so einer Dosis, dass es gesellschaftsfähiger geworden ist. Also ich finde, da macht ja auch die Dosis das einfach aus, drüber nachzudenken. Das heißt, ich kann natürlich ganz plakativ im Dirty Talk jetzt die krassesten Szenen im Cargo-Ding sagen, wo dann 99% sagen, oh Gott, die haben ja alle einen Knall. Oder ich gehe hin und sage, okay, das geht darum, die eigene Frau in den Mittelpunkt zu stellen.
Welche Frau wünscht sich denn nicht, von ihrem eigenen Mann auf Händen getragen zu werden? Welche Frau wünscht sich denn nicht, begehrt zu werden? Vom eigenen Mann als auch vom Lover. Also, weißt du, was ich meine? Ich kann es so kommunizieren und ich kann es so kommunizieren. Wobei 50 Shades of Grey ja so ein bisschen die Aschenputtel-Story ist. Das gibt's ja auch mit Vampiren oder mit Highlandern oder so. Also das verhältnismäßig normale Mädchen findet den eben, ja, Vampir oder in dem Fall den Multimillionär und er ist einfühlsam, interessant, charmant, aber er hat auch eine dunkle Seite und er könnte jede haben, aber entscheidet sich für mich. Na, das ist ja so ein bisschen, ja, vielleicht so ein Urwunsch dann auch so. Ja, ich bin. Ja, deswegen hat der Film funktioniert. Der hat alle Archetypen abgedeckt. Ja. Auch. Aber es ist Cinderella. Also es ist so, ich bin die, auf der Schuh dann passt. Und was auch immer auffällig ist, dass die Person des Mannes dann auch immer ja eine sehr mächtige ist. Ne? Also einerseits, weil er so reich ist oder weil er eben ein Vampir ist oder der tolle Kämpfer oder sowas. Ne? Aber es ist immer so ein Übermann in gewisser Weise. Ne? Naja, es wird schon mit den Archetypen gespielt, weil das ist ja quasi Cinderella auf neu. Aber was ich bei dem Film, bei 50 Shades of Grey oder beim Buch auch spannend finde, die Resonanz, die es bei den Menschen ausgelöst hat. Also wenn ich nicht auf ein Resonanzfeld treffe, kann ich die beste Idee haben. Aber wenn die zur falschen Zeit kommt oder ich nicht die Resonanz, dann kann ich damit nichts bewegen. Aber es hat bei 120 Millionen Menschen dafür gesorgt, dass sie dieses Buch gekauft haben. Die Menge muss ich erstmal erreichen. Das heißt, es schlummert ja in relativ vielen Menschen von uns drin. Das Phänomen ist für mich viel spannender, als ob der Film Cinderella gemacht ist oder nicht. Aber ich finde, die Dosis war so gut, dass die Menschen, auch Menschen, die davor nichts damit zu tun hatten oder das vielleicht sogar abwertend fanden, weil die Szene, das ist ja immer relativ, also ne, so ein, ah ja, selbst wenn du ein Fetischfestival heute noch machst, wollen nicht alle Kongresshallenveranstalter, dass du das dort machst, weil es ja immer noch schräg angeguckt werden könnte. Da haben wir in Halland ganz andere Erfahrungen gemacht. Aber so dieses, was ich da spannend fand, ist, auf wie viel Resonanz das gekommen ist. Danach wurden ständig die Sachen ausverkauft und es ist zumindest mal Thema geworden. Ob du es dann weiterverfolgst oder nicht, aber es gab zumindest mal einen Einstieg. Und das Gleiche versuche ich mit meiner Arbeit im Bereich Cuckolding zu erleben, den Menschen einen Einstieg zu geben, dass die Menschen, die das leben, nicht Spinner sind und auch nicht krank sind und auch nicht pervers sind, sondern dass sie ganz normale Menschen sind mit einer sexuellen Neigung, die, glaube ich, auch bei viel mehr schlummert, als wir so gemeinhin denken, sich das aber trauen zu leben. Aber viele sind immer noch damit konfrontiert, in dem Moment, wo sie sich outen würden oder geoutet haben, und da kennen wir einige Paare, wo sich mindestens die Hälfte vom Freundeskreis abgewendet hat. Wo ich mir denke, ich bin doch, also die Menschen sind doch deswegen keine schlechteren Menschen, sondern sie haben nur für sich eine Neigung gefunden, die nicht gegen das Gesetz widerspricht, die keine anderen Menschen diskreditiert und die einfach glücklich in ihrem Mikrokosmos leben. Also was kann mir denn mehr passieren als Menschen, die glücklich sind? Die sind weder streitsüchtig, noch rachsüchtig, noch sonst irgendwas. Da meine ich jetzt nicht nur Kuckoldpaare, ich meine einfach glückliche Menschen. Die haben weniger Neid. Und die Frauen sind deswegen auch noch lange keine Schlampen. Die leben ihre Erotik, ihre erotische Seite. Und die einen leben das halt mit mehreren Partnern und die anderen leben das mit einem zusätzlichen Partner. Und ich kenne auch viele Kultpaare, die in meiner Definition dann auch schon wieder unter Monogamie fallen würden, weil die nur innerhalb von sich dreien leben. Also in einer festen Konstellation wieder leben. Und solange die drei das miteinander gut gelöst kriegen, finde ich, ist das doch legitim. Und in welcher Konstellation dann jemand noch unterwürfig ist oder sich gerne noch dominieren lässt. Also gibt ja auch genug Domina-Studios, kannst du ja auch. Aber das ist eben genau der Unterschied. Menschen, die sadomaso, also sadistisch veranlagt sind oder masochistisch, die sind nicht zwingend im Cuckolding auch unbedingt zu finden. Es gibt auch Cuckold-Paare, da spielt Unterwerfung keine große Rolle. Die genießen einfach den erotischen Anteil viel mehr als diesen Unterwerfungsanteil. Für viele ist es dann, weil du gefragt hattest, ob das so eine Entwicklung ist. Natürlich ist das für viele eine Entwicklung, weil du
selten von Anfang an schon weißt, wie weit geht die Neigung auch hin, der Freude, sich zu unterwerfen. Und das Ding ist ja, du unterwirfst dich ja nicht irgendjemanden, sondern ausschließlich deiner eigenen Partnerin. Oder dann den zwei, also der Dritte, der das Paargefüge ergänzt. Also sind wir ja wieder in einem geschützten Raum. Und das ist das, was ich meinen Leuten immer mitgebe oder das, wo mein Arbeitsansatz auch ist. Wenn ich weggehe von den Klischees, weggehe von den Vorstellungen, die sich in meinem Kopf aufgebaut haben, weil du viel immer nur diese sexuell-erotischen oder diese derben Beschreibungen liest, hin zu dem, was bedeutet das für mich eigentlich innerseelisch und im Paargefüge, um überhaupt dahin zu kommen, um diese Situation zu erleben. Weil am Ende sind es immer noch Menschen, die das leben. Mit ganz normalen Hoffnungen, Wünschen, Ängsten, Sorgen und Bedürfnissen, mit Begrenzungen, mit Diversitäten. Punkt. Ich finde es halt nur schade, ich will nicht, dass die Leute stigmatisiert werden oder dass dann andere sich abgrenzen. Und die, die es wirklich leben wollen, einfach den Mut zu machen, zu sagen, okay, ich stehe jetzt auch dazu und fange an, mich mal auf den Weg zu machen. Ja, glaubst du, so eine Ablehnung hat damit zu tun, dass bei vielen so eine, sich verwehrte Seite schlummert, die sie da repräsentiert sehen und wo dann im Prinzip auch ein Schmerz entsteht nach dem Motto, das verpasse ich alles oder das habe ich alles verpasst. Also ich glaube, dass nicht jeder die Neigung dazu hat, als Mann sich in diese devote Seite einzuleben und auch nicht jeder die Neigung hat, seine eigene Frau zu leben. Aber ich glaube, in dem Moment, wo wir angetriggert sind, ich bin ja angetriggert. Ich fühle mich ja von der anderen Person dann irgendwie, die andere Person kann gar nichts dafür. Die lebt was, was ich mir nicht eingestehe. Ich meine das jetzt gar nicht ausschließlich auf Cuckolding bezogen, sondern auch auf was BDSM oder Polyamorie oder irgendwie was, was jetzt irgendwie divergent ist von... Ja, es sind immer meine eigenen Vorurteile, die mich davon abhalten, das entweder zu leben oder der Neid. Und Libido ist Leben in meinem Kontext. Also in dem Moment, wo ich ja meine Libido immer noch und das ja auch ausstrahle. Also die Frauen fühlen sich, glaube ich, nicht mehr eingeschüchtert als von anderen Frauen, die eine starke erotische Ausstrahlung haben. Und Männer ja auch, ne, wenn dann so ein Sixpack-Mann da um die Ecke kommt oder ein Mann mit viel Ausstrahlung, dann denkst du ja auch so, da kommt Mr. Grey mit seinem. Also viel ist der ja über die Aura, über die Ausstrahlung einfach. Und natürlich fühle ich mich dann getriggert, wenn ich damit noch ein Thema habe. Es ist, ich kann nur getriggert werden, wenn ich damit noch ein offenes Thema habe. Wenn ich damit fein bin, dann kann ich das ja ganz neutral betrachten und sagen, wow, ich kann mich auch für den anderen freuen. Auch wenn es nicht mein Thema ist. Aber wenn ich mich getriggert fühle, dann ist das ausschließlich mein Thema. Und der andere ist quasi nur der, der auf den Buzzer drückt. Aber das immer wieder beim Ersten. Ich projiziere dann meine Sachen auf den anderen und versuche das zu bekämpfen, statt den Blickwinkel zu mir zurückzunehmen und zu überlegen, warum habe ich denn jetzt ein Problem damit? Also ich weiß noch, ich habe lange für mich selber ein Problem mit Windelfetisch gehabt, weil ich mir das immer nicht vorstellen konnte. Jetzt bin ich aber auch Mama von zwei Kindern, habe viele Windeln gewechselt und habe dann jemanden kennengelernt, den ich einfach total gerne mag. Und der hat einen ausgeprägten Windelfetisch mit Latex und KG und ist da wahnsinnig kreativ und auch experimentierfreudig. Und dann haben wir uns einfach stundenlang unterhalten. Und weil ich eine Bindung zu diesem Menschen hatte, war für mich auf einmal dieses Thema gelöst. Also seitdem finde ich das total faszinierend. Das ist nicht mein Ding, ich stehe da überhaupt nicht drauf, aber ich finde das total spannend. Und so lösen sich die Themen auf.